Ehrlich Leute, sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Motorsportwelt für groß und klein und vermutlich eine der MotoGP-Talentschmieden für junge spanische Fahrer überhaupt. Angefangen von Minibikes bis hin zu großen Supermotos war wirklich alles dabei. Junge Fahrer trainieren hier gemeinsam für ihren großen Traum. Die Faszination Motorsport wird hier noch gelebt und hat mich direkt mitgerissen. Schade, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Gemeinsam mit WSP Sports Events haben Madison und ich die Möglichkeit bekommen, diese Rennstrecke mit ihren Supermotos auszutesten. Ich würde sagen, wir geben direkt mal das Mikrofon weiter an den Lukas in der Boxengasse. Viel Spaß mit dem Video und lass gerne einen Daumen nach oben sowie einen Kommentar natürlich da. Und damit nochmal herzlich willkommen aus Spanien und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mit WSB Sports hier in Spanien bei GAS. Ihr könnt sehen, 74 und wir sind hier total baff heute Morgen angekommen, als wir gesehen haben, was hier wirklich los ist. So viele kleine, junge Rennfahrer, die alle fleißig üben, um wahrscheinlich auch ein bisschen ihren Rennfahrertraum dann zu leben. Es ist unfassbar, mit was für einem Kurvenspeed sie hier reinbrettern. Und wir haben die Ehre, jetzt gemeinsam mit WSB Sports hier fahren zu dürfen. Falls ihr auch mal in Spanien fahren wollt, eure Supermoto transportieren lassen wollt oder euch hier eine leihen wollt, schreibt am besten mal WSB Sports. Einen lieben, lieben Dank auch an unserer Stelle nochmal für die Einladung, dass wir das hier machen können und so ein cooles Erlebnis für euch hier einfahren können. Ich werde nach langer, langer Zeit mal wieder Supermoto fahren und wir werden jetzt eine Menge Spaß haben. Ihr kriegt nochmal ein paar Einblicke und wir gehen auf die Strecke. Für mich geht es jetzt erstmal raus hier mit der Supermoto. Muss ich mich auch erstmal wieder mit warm werden, aber man kann ja auch, ich sag mal, einfach knieschleifen und nicht mit diesem Fuß raus über die Strecke fahren. Wir legen los, wir machen erstmal einen kleinen Turn, lernen die Strecke kennen, wo hier die ganzen zukünftigen Weltmeister hoffentlich fahren. Und der Kevin, der fährt mit uns bestimmt auch nochmal heute raus, oder? Willst du was sagen? Ich bin der planloseste Mensch vor der Kamera, wo es überhaupt auf Gottes Erden gibt. Perfekt, also. Das lassen wir drin. Let's go! Junge, ganz schön voll hier. Wir mussten gerade eben ein bisschen warten. Oh. So, ich muss dann erstmal die Strecke kennenlernen. Auf geht's! Oh, direkt gelbe Flagge. Hat sich einer gedreht, würde ich mal sagen. Junge, Junge, die Spanier drehen ja alle verrückt. Was ist denn hier los? Oh Gott, und perfekt, um hier den ersten Turn erstmal die Strecke kennenzulernen. Die fahren alle wie Geisteskranke und drücken sich hier überall vorbei. Wir kommen erstmal rein, Leute. Auf der Geraden gibt er Gas und dann in der Kurve steht er da wieder. Mit so viel Verkehr ist das schon außergewöhnlich. Aber gut, wir nehmen uns dem einfach an und üben fleißig. Auffahren, ist man hier auf jeden Fall auch mächtig beschäftigt. Oh, aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Leute, Februar und wir fahren hier ein Battle gegen einen anderen Zweitakt-KTM-Fahrer hier. Sorry. Das war noch nicht ganz behindert, oder? Oh, das war ganz behindert. Egal. Wir sind dran vorbei.
austreiben, wieder rein, durch beschleunigen, hier wieder schön in. Ja, es wird flüssiger, Leute. Eine letzte Runde, Leute. Dann habe ich erstmal wieder alle. Aber eigentlich ist das Supermotofahren gerade mega nice, um einfach ein bisschen zu üben, lange zu fahren. Ich zeige nochmal das Fahrerlager. Hier mieten sich auch Familien irgendwelche Boxen, um zu schrauben und sowas. Das ist echt crazy. Gute Arbeit hast du geleistet. Gute Arbeit. Leute, das soll es mit dem Event jetzt hier gewesen sein aus Spanien. Wir fliegen morgen wieder nach Hause. Die Supermodus kommen leider nicht mit, aber wir hatten eine Menge Spaß. Gerade eben noch diese eine Klappe. Brenzliche Situation. Aber alles gut überstanden, hat sich auch entschuldigt. Aber warum man da rein muss, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut, ich glaube, es war ein recht junger Junge. Und die sind da einfach ein bisschen sportlicher. Ich habe immer probiert, weit zu gehen, wenn ich die Schnellen gehört habe. Aber gut, so ist es halt. Wenn ihr auch Supermoto fahren wollt, schaut gerne mal bei WSB Sport Events vorbei. Die organisieren das Ganze für euch. Lieben Dank auch nochmal für die Einladung. Waren ein paar sehr coole Tage, gerade hier auf der Strecke. Unfassbar geil. Da werde ich immer ein bisschen traurig, wenn wir sowas nicht in Deutschland haben. Mit dem Wetter sowieso nicht im Winter. Aber naja, ich kann nur hoffen, dass irgendwann nochmal ordentlich Nachwuchs kommt. Die Jungs kommen auch gerade rein. Schaut gerne beim Mattis auch vorbei. Muss man ein bisschen dunkler machen. Und natürlich auch beim Kevin Sieder. Da gibt es auch ein Video. Also haut rein und ciao.